Zurück bei Standort Berlin. Heute ist mein Gast Ole von Beust. Er war 9 Jahre erster Bürgermeister von Hamburg und ist heute Berater in Berlin. Und wir reden über den Zustand von Berlin, was Ihnen so auffällt als Berater. Ja, wenn Sie sich so umschauen, wenn Sie mal U-Bahn fahren, wenn Sie über die Straßen gehen und sehen überall die Hundescheiße, ja, was kann man dagegen machen? Sie waren doch in Hamburg auch immer mit diesem Problem beschäftigt und haben sie irgendwie gelöst. Ich habe den Eindruck, dass der Begriff, auch wenn er vielleicht spießig klingt, öffentliche Ordnung, oder man kann es auch anders ausdrücken, dass die Menschen vor Belästigung geschützt werden, dass der Begriff in Berlin nicht eine besonders große Rolle spielt. Also wenn man schon Regeln macht, muss man auch dafür sorgen, dass man sie einhält. Ich weiß, in Hamburg und Berlin gibt es Verbote, in öffentlichen Verkehrsmitteln Alkohol zu trinken, zumindest im Nahverkehr, was ja auch vernünftig ist. Wenn ich in Berlin mit der Bahn fahre, sehe ich andauernd Leute, teilweise auch im, wie man in Hamburg sagen würde, im angetüdelten Zustand, also im leicht betrunken, teilweise auch laut, ihren Alkoholkonsum da durchzuführen. Und keiner macht irgendwas. Es wird einfach zu viel weggeguckt, finde ich. Mir tun manche Leute leid, aber ich finde, die Grenze ist immer da, wo andere belästigt werden. Und es gibt in Berlin noch extrem aggressives Betteln, was ich auch unangenehm finde, auch wenn der Einzelne am Leid tun kann. Es gibt keinen Grund, andere Leute massiv zu behelligen und zu belästigen. Aber das ist ein kleiner Punkt. Ein größerer Punkt, ich höre häufig auch, wenn ich hier mit Politik diskutiere, ja, das geht alles nicht. Unsere Verwaltungsstruktur mit den Bezirken ist so schwierig, das geht nicht. Also es gibt diesen doofen Spruch, geht nicht, gibt's nicht. Also natürlich mag es schwierig sein, aber vielleicht nochmal, ohne klug zu scheißen, wäre es mal Den klug. haben Sie doch in Hamburg als Bürgermeister bestimmt auch immer Ja, gehört. nur Geht nicht, wir geht haben nicht. damals eine Kommission eingesetzt. Wir hatten auch eine schwierige Verwaltung, zum Teil nicht so schwierig wie hier. Und haben immerhin nicht eine riesige, aber eine mittlere Verwaltungsreform gemacht, wo die Kompetenzen zwischen Bezirken und Senat klar getrennt war, aber auch mit klaren Durchgriffsrechten des Senats. Ich weiß, man muss ja die Verfassung ändern, ist mir alles klar, verdammt schwierig. Aber ich glaube, man braucht ja auch mehr zentrale Kompetenzen und muss einfach einen Druck erzeugen, um sowas hinzukriegen. Wenn ich mir anschaue, ich weiß, der Senat bemüht sich ja, er gibt es Investitionsstau zur Instandsetzung und Neubau von Schulen, glaube ich, in Höhe von 3 Milliarden Euro und mehr. Und das geht ganz schleppend voran wegen ganz eigenartiger Zuständigkeiten. Aber das ist den Bürgern doch egal. Wenn bei mir in der Schule das Dach durchrottet oder die Turnhalle ist ewig dicht, weil es reinregnet oder die Wände nass sind, das geht doch einfach nicht. Und ich finde, da muss Politik auch sagen, wir versuchen zumindest, die Knoten massiv durchzuhauen. Und dieser Wille zu sagen, ich will das Problem lösen, der fehlt hier zum Teil und es wird oft begründet, warum es nicht geht, statt zu sagen, wie es gehen könnte. Nochmal, es ist von außen betrachtet und auch, meine ich, auch Ja, gar aber nicht Sie waren ja überheblich. selber Regierender, Ja, aber also wir haben da erster viel Bürgermeister. geändert. Insofern Wir nimmt man Ihnen das ja ab, wenn ja, Sie wir das kritisieren. hatten auch viel Ehrgeiz, Änderungen herbeizuführen, haben es auch in vielen Punkten gemacht. Nebenbei auch Und nicht das alles fehlt hier, geschafft. meinen Sie? Das fehlt. Es fehlt der Herr Veränderungswille. Müller, hören Sie gut Nein, gar zu. nichts gegen Herrn Müller, aber sag mal, Aber er ist zu sagen, verantwortlich ich jetzt. glaube, Sie müssen auch mal, egal wer es ist, wenn Sie eine Stadt führen, da muss man moderieren, gerade wenn man Koalitionspartner hat, aber man muss auf Ziele vorgeben, führen und mal auf den Tisch schauen und sagen, Leute, jetzt ist Schluss. Das geht einfach so nicht. Und auch massiven öffentlichen Druck aufbauen, wenn Leute sich wehren, gewisse Dinge durchführen zu wollen. Das ist einfach notwendig. Und ich finde, Berlin ist eine tolle Stadt mit vielen Vorzügen, aber es fehlt manchmal der Führungswille, ordentlich zu verwalten und auch ein Ziel zu formulieren, wo man hin will. Und es fehlt der Wille, das haben Sie schon gesagt, ich fasse nur noch mal kurz zusammen, die Gesetze, die man hat, auch durchzuführen. Zum Beispiel Ja, Belästigung der U-Bahn, ja. ja, Hundedreck und dergleichen. Ja, also zum Beispiel, ich habe hier bis teilweise Ende Februar die Weihnachtsbäume auf den Straßen gelegen. Machen versehen sein, vielleicht ist es ein untypisches Beispiel. Aber ich dachte, mein Gott, das darf doch nicht wahr sein, dass hier über 2 Monate nach Weihnachten noch die Nadeln und Bäume da irgendwo Und das rumliegen. hat niemand offenbar aufgeregt, Anscheinend nicht. Nee, gut, außer einem mich hat es Hamburger. auch nicht aufgeregt. Ich habe es amüsiert gesehen. Ich rege mich auch selten auf. Aber es gibt so Sachen, wo man sagt: Mein Gott, Leute, wenn alle ein bisschen mehr hingucken würden und sagen, wir wollen noch was Besseres für die Stadt rausholen, kann man, glaube ich, aus Berlin noch erheblich mehr machen, als es ohnehin schon schön ist. Sind Sie denn, als Sie erster Bürgermeister von Hamburg waren, so mal U-Bahn gefahren oder zu Ja. Fuß durch die Stadt gegangen, auch Ja. manchmal inkognito Klingt oder? vielleicht blöd, aber ich tatsächlich gemacht. Ja, Also im Ernst? wirklich Baseballkappe ins Gesicht gezogen Ehrlich? und durch die Gegend gegangen, ja. Absolut. Und Ohne dann, Bodyguards? ohne Bodyguard, das Einfach so. hab ich ohnehin restriktiv gehabt. Die waren sehr nett und hilfsbereit, aber es ist auch belastend, wenn sie immer
jemanden um sich herum haben. Das ist auch irgendwie, man fühlt sich irgendwie eingeschränkt in der Freiheit. Und da haben sie sich eine Baseballkappe aufgesetzt. Ja, erkennt auch keiner, Parker, Baseballkappe und durch die Gegend geschlichen und geguckt. Denn wenn sie irgendwie eine offizielle Stadtteilbesichtigung machen, ist alles immer gut rausgeputzt. Von gelbischen Dörfer. Ja, so ein bisschen, ja. Und was ist Ihnen da immer aufgefallen? Was haben Sie denn gemacht? Ich meine, vielleicht hört ja der regierende Bürgermeister jetzt mal zu. Na, mir fiel zum Beispiel auf, dass Gegenden wie in Hamburg-Vettel, Rothenburgsort, Wilhelmsburg, dass die Integration überhaupt nicht geklappt hat. Sie haben eine im Grunde eine türkische Kultur oder Subkultur, wie man es nennt, gehabt. Und ich habe da zum Beispiel den Wunsch verstanden, da waren einige auch 20% deutschstämmige Einwohner, die gesagt haben, bitte tut doch alles, dass hier mal ein Aldi oder Edeka hinkommt. Wir haben nur noch türkische Märkte hier. Mhm. Und das geht da gar nicht gegen Türken. Aber die Leute hätten das Gefühl, fremd in der eigenen Stadt zu sein. Und wenn man sowas nicht sieht oder wahrnimmt oder fühlt, versteht man auch nicht, warum plötzlich Ressentiments entstehen. Man muss sowas schon handgreiflich spüren. Wenn Sie wiederum Berlin dem Senat einen Tipp geben, bei Rot-Rot-Grün, was muss denn in dieser Stadt aus Ihrer Sicht wirklich unbedingt gemacht werden, damit das Image so bleibt, wie es jetzt ist? Jetzt ist ja Berlin ist hip, toll und welche Begriffe es alles gibt. Aber Sie fürchten ja oder Sie sagen, ihr müsst aufpassen, dass das nicht nach Bukarest als Beispiel wandert. Ja, beim Beispiel nur. Also ja? Ljubljana sein oder Sofia. Ja, ganz egal wo, klar, also dass es wieder weggeht von Berlin. Ja. Woran machen Sie das fest? Ist das nicht so verhaftet? Ist das nicht Berlin-System-immanent, hätte ich fast gesagt? Schauen Sie, bringen wir das so zweischneidig. Wenn Sie sich angucken, was jetzt sehr attraktiv ist, einmal der Bereich Friedrichshain, diese Eastside Gallery und so weiter, viele Brachgrundstücke, die noch sind, die werden, was ich ökonomisch verstehen kann, Stück für Stück weniger und werden bebaut. Wohnungen, Bürohäuser und so weiter. Ist ja, kann ich nachvollziehen. Stadt braucht ja auch Geld, ist auch richtig so. Damit verlieren sie natürlich aber einen gewissen Charme, der genau diese Klientel hinzieht. Das heißt, mit dem Erfolg einer Stadt kommen wir in Investitionen und mit den Investitionen verlieren sie wieder genau die Leute, die einen bestimmten Impuls in die Stadt gebracht haben. Der Vorwurf der Gentrifizierung. Ja, den will ich gar nicht aufheben, weil ich weiß, es geht gar nicht anders. Eine Stadt muss ja auch Geld einnehmen, auch um soziale und andere Dinge bezahlen zu können. Und sie können Grundstücke, die ihnen gehören, nicht ewig brach liegen lassen. Und wenn über eine Industrie brache ist, und der gehört einem Privaten und er sagt, ich will da was bauen, können Sie es ihm auch nicht verbieten. Also das ergibt sich fast aus dem Charme und der Attraktivität fast automatisch, nicht vollständig. Nur wenn das so ist, muss ich doch überlegen, entweder wie kann ich gegensteuern, indem ich bestimmte Bereiche unbeplant lasse, das wird hier auch getan, ergänzend aber nochmal, wo soll die Stadt hin, wo soll der Schwerpunkt sein? Und sowas können Sie nicht verordnen. Wir haben nochmal aus meiner Hamburger Erfahrung, haben wir damals ein Konzept gemacht, Metropole Hamburg, wachsende Stadt, haben uns von externen pro bono beraten lassen, die haben Umfragen gemacht und so weiter, auch unter Leistungsträgern, was erwartet ihr, aber auch unter anderen Sozialverbänden und so weiter. Daraus haben wir einen Entwurf gemacht, wachsende Stadt, und haben den sehr breit in der Stadt diskutiert und daraus sozusagen ein Plan, ist übertrieben, aber eine Idee entwickelt nach einem Diskurs in der Stadt, wie soll es aussehen? Und der geht nur von oben, das geht auch nur vom Senat. Die Handelskammer hier bemüht sich, die Industrie- und Handelskammer, das weiß ich, andere bemüht sich, aber die Politik muss das im Grunde steuern und sagen, daraus wird das gemeinsame Ziel formuliert. Und das fehlt, ist mein Eindruck. Und wenn ich mir die Koalitionsvereinbarung angucke, bei aller Liebe persönlich zu den Beteiligten, das ist ein unglaubliches Geschwurbel, teilweise in einer Betroffenheitssemantik der 80er Jahre. Also es ist furchtbar. Ja, es ist eine Politiksprache, die Betroffenheit hier und Nachdenken da und alles schön und gut. Ich weiß ja, wie das läuft, nur Sie müssen irgendwie ein bisschen Zug reinkriegen. Und ich Dynamik glaube, ist da nicht drin. Wenig, ehrlich gesagt. Mehr Zustandsbeschreibung, auch viel Hoffnung und guter Wille. Aber eine konkrete Zielformulierung und Dynamik auch im Wettbewerb mit anderen Städten weiter bestehen zu können. Und das muss man ja auch als Berlin. Das, nochmal, ich will nicht klug scheißen, aber das fehlt. Ja, aber Sie sind ja CDU-Mitglied. Ich nehme an, das sind Sie immer noch. Ja, natürlich, selbstverständlich. Und wenn Sie jetzt der CDU in Berlin mal raten würden, die hat ja grandios die Wahl verloren vor einem Jahr. Ja, was müsste die denn machen, damit sie wieder zu neuer Stärke kommt? Also sich genau das auf ihre Fahnen schreiben, was sie eben gesagt haben? Personell unter der Führung von Frau Grüter sich ihr unterordnen und jetzt sind auch alle Kandidaten nominiert, vielleicht ein bisschen weniger Strippen ziehen und mehr an die Partei und die Stadt denken und nicht an die Personen, wo die hinkommen. Ich glaub, ist leicht gesagt, das weiß ich. Ich glaube, das ist ein Wunsch, der sich schwer erfüllen lässt. Ich glaube aber, Frau Grüters hat dann eine gute und eine Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie, die klug ist. Ja.
Das Zweite ist, CDU wird nur gewählt. Das gilt für Berlin, wir für den Bund. Wenn die Menschen das Gefühl haben, mit der Stimme für die CDU geht es mir, meiner Familie besser. Wohlstand für alle, ja. Wirtschaft. Und die CDU braucht Wirtschaftsgesichter, die Kompetenz im Wirtschafts. Jetzt sind wir gleich im Wahlkampf, aber unsere Sendezeit ist leider um. Aber ich. Hat Spaß gemacht. Ich würde Sie gerne nochmal einladen und dann reden wir über die Politik. Gern. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Ole von Beust, dass Sie hier waren und bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Ich glaube, es gibt viel zum Nachdenken über diese Stadt. So ganz toll, wie wir das manchmal empfinden, ist es eben doch nicht. Aber wir können es toller machen. In der Tat, ne? Ja. So wie Sie in Hamburg. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ihnen. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Bis nächste Woche und tschüss.